Activate-Konferenz. Ja, es fühlt sich ein bisschen komisch an. Ich weiß, dass wir das in diesem Format tun. Aber ich finde, es ist ein Privileg, dabei zu sein bei dem, was ihr macht. Und ich hoffe, dass ich euch in dieser Zeit eine Hilfe sein kann. Ich möchte über Sachen reden, die ein Team stark machen oder ein Team zerstören. Ja, diese Botschaft muss man im Kontext verstehen von Team und nicht kontrollierende Leiterschaft und eine Unterordnung auf unter Leiterschaft und nicht eine hochorganisierte Struktur. Also das setze ich voraus. Und ich denke, die meisten von euch werden das sowieso so sehen und das nehme ich einfach an, bevor ich jetzt starte. Und ich habe das jetzt ein paar Mal, diese Bemerkung gemacht, dass ich ein guter Nummer-2-Mann wäre. Ich müsste gar nicht unbedingt der Leiter sein. Ich wäre ein super zweiter Mann im Team von jemand anders. Und der Grund, weshalb ich so einen Kommentar gebe, ist, weil ich so viele Jahre über Teams geleitet habe und andere geleitet habe, die auf meinem Team waren. Und deswegen verstehe ich so mehr von innen her, was gebraucht wird für die Leiterschaft von jemand und was man für eine Unterstützung braucht und was so die Themen sind und dass dann eben meine Unterstützung hilfreich wäre. Ich bin mir auch sehr bewusst, was es für Stolperfallen gibt in Teams, die sabotieren und die das Team stören und die verletzen und die Struktur schädigen oder auch den Schwung rausnehmen. Und ich möchte ein bisschen über die Erfahrungen reden und ich hoffe wirklich, dass es euch hilft. Eine Bibelstelle, die mich wirklich in den letzten Jahren geleitet hat, ist, wie ein Team am besten funktioniert. Das ist Philipper 2, Vers 1 bis 4. Und daraus möchte ich 7 Schlüssel herausholen, die ich selber mitgeteilt habe, kommuniziert habe und in ungefähr 42 Jahre im christlichen Dienst als Leiter in meinem Leben. Und da steht Folgendes. Deshalb, wenn es bei euch irgendeine Ermutigung durch die Verbindung mit Christus gibt, eine Tröstung aus seiner Liebe, eine Gemeinschaft im Geist Gottes oder Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das Wohl der anderen. Also diese Bibelstelle, ich habe schon gesagt, die hat mich geleitet und die hat zu Teamkontext viele, viele Jahre über immer wieder zu mir gesprochen. Ein paar Gedanken möchte ich da rausholen und ich hoffe wirklich, dass das in dieser Konferenz hilfreich sein wird. Der erste Gedanke. Paulus redet über dieselbe Einstellung haben. Das bedeutet nicht, dass man sein Denken an der Garderobe abgibt. Nein, man sagt den Leuten nicht, dass sie einfach nicht mehr denken sollen, keine Ideen und keine Gedanken mehr haben sollen. Nein, darum geht es jetzt nicht, sondern dieselbe Einstellung haben, das ist eine Sache, für die man sich entscheidet. Ich entscheide mich, dass ich meine Gedanken mit dem Team koordiniere. Manchmal sind Leute so voll mit ihren eigenen Ideen und Gedanken, dass sie irgendwie ihr Denken nicht mit dem vom Team in Einklang bringen können. Und was dann passiert, dann gucken sie nach Löchern und wollen derjenige sein, der also Löcher findet und die Balance reinbringt. Und wenn das Team in die eine Richtung will, dann möchte ich, um den Ausgleich zu schaffen, in die andere Richtung. Also ich habe schon mal gesagt, hey, ich habe schon den Teufel in meinem Leben. Ich brauche nicht auch noch dich, dass du mich auf Fehler hinweist. Sei einfach hilfreich, sei unterstützend. Wir wollen einfach die Entscheidung treffen, gemeinsam in eine Richtung zu gehen, um wegen dem Team. Und wenn wir in eine Richtung gehen, dann lass uns die Entscheidung treffen, dass wir derjenige sind, der dabei hilft, das Ganze umzusetzen, statt derjenige zu sein, der immer die Fehler sucht.
Und also da wollen wir anfangen, dass wir uns entscheiden eben. Und wenn man im Team immer argumentiert und das zieht einfach die Energie ab. Ich habe jahrelang versucht, den Teams zu helfen, die in dieses Fahrwasser gekommen sind, dass sie immer diskutiert haben, versucht haben, das Gegengewicht vom Leiter zu bilden und immer alles in Frage gestellt haben. Ich sage nicht, wir dürfen nicht die eigene Meinung haben. Das habe ich nicht gesagt, ja. Es geht darum, dass wir uns entscheiden, dass wir uns hinter die Vision stellen und dass wir Sachen nach vorne bringen, wenn wir das machen. Das Zweite, was Paulus sagt, ist, dass wir dieselbe Liebe haben. Damit das Team funktioniert, müssen die Werte auch auf Linie sein. Das Herz muss am rechten Fleck sein. Wir müssen für dasselbe begeistert sein. So oft habe ich gesehen, dass Leute eine Fackel tragen für etwas Besonderes, was in ihnen ist. Also in anderen Worten, sie tragen nicht eine Fackel für das Team, sondern für die Sachen, die sie möchten. Natürlich, also du kannst Neigungen in deinem Herzen haben, Sachen, die du wünschst, die du möchtest. Aber wenn es um Team geht, dann sollst du sagen, ich weiß um die Tatsache, dass ich ganz besonders von Mission begeistert bin oder leidenschaftlich. Aber wenn wir in der Gemeinde über Kinderdienst sprechen, muss mir klar sein, dass der Kinderdienst wichtig ist. Da kann ich nicht einfach die Ohren zumachen, weil Kinderdienst mich nicht wirklich interessiert und weil ich nur für Mission leidenschaftlich bin. Seht ihr das Problem? So oft lassen Leute zu, dass die Liebe, die sie für eine bestimmte Sache haben, eine Agenda ins Team bringt. Und das wird sehr, das ist nicht hilfreich. Das kann sogar Gebet sein oder Mission oder Anbetung oder eine Theologie zum Thema Israel. Ich habe so oft Leute erlebt, die mit einer Fixierung auf Israel waren und die wollten, dass das ganze Team das hat. Und wenn das ganze Team das nicht macht, dann führt das zu Problemen. Also die Sachen helfen nicht. Wir brauchen dieselbe Liebe. Wir müssen, dass die Werte, wir brauchen, dass die Werte zusammengehen. Das heißt nicht, dass du deine eigenen Ideen über Israel haben oder Theologie oder du kannst auch deine eigene Geschichte zur Mission sagen. Ja, das sage ich überhaupt nicht. Wenn du möchtest, dass das Team sich verändert, dann bete. Dann erlaube, dass Gott, dass er Sachen durchbringt, dass er bestimmte Sachen zu bestimmten Zeiten betont. Zwei Dinge bringen oft in Teams Schwierigkeiten und Kämpfe, weil das Team Sachen nicht so wichtig zu finden scheint wie der Teamleiter. Zum Beispiel, wenn Leute in eine Gemeinde kommen und wieder weggehen. Es ist immer für einen Leiter schmerzvoll, wenn jemand geht. Und man hat es manchmal gehört, dass die Leute im Team sagen, hey, wir freuen uns, dass wir ihnen los sind. Aber der Teamleiter sagt, hey, hätten wir ihn nicht gewinnen können oder zurückbekommen? Es gibt ja einen Schmerz, wenn jemand kommt und geht. Und dann gibt es diese Sache, die Leute sind mal im Diakon-Team und dann mal wieder nicht, immer mal wieder und im Team oder nicht. Und das tut immer wieder weh. Können wir unsere Werte ein bisschen aufeinander abstimmen? Können wir Leute wichtiger nehmen als Position? Können wir Leute wichtiger nehmen als jemand, der Mitglied ist in der Gemeinde, der einen Beitrag bringt? Weil darin liegt der Schlüssel, diese Kämpfe und Schwierigkeiten im Team zu vermeiden. Noch ein wichtiger Punkt ist, wie wir mit Treffen umgehen. Treffen sind immer wichtig. Es gibt immer Mitglieder, die das herunterspielen. Och, das ist nicht so wichtig. Ich sage nicht, die spielen das immer runter. Also Treffen finde ich jetzt nicht wichtiger als das Evangelium. Aber was ich sage, ist, dass der Teamleiter, der das Team leitet, egal ob es ein Ältesten- oder Diakonteam ist oder so, wenn jemand herauskommt, dann sollen wir herauskommen und den Moment wertschätzen und die Leute wertschätzen in diesen Momenten. Das bedeutet, dass wir beten und dass wir entschieden sind, dass wir dabei sind. Wir lehnen uns nicht gegen die Wand und machen die Augen zu und zeigen, dass wir desinteressiert sind am Gebetstreffen. Nein, wir beteiligen uns, wir beten lauter als andere, wir machen mit, wir sind entschieden. Und das nimmt den Stachel raus. Und so gehen wir in dieselbe Richtung, wenn es um Treffen geht, weil wir dieselbe Liebe brauchen. Das Dritte, was Paulus sagt, ist ein Geist. In der anderen Übersetzung heißt es,
zusammen mit einem ähnlichen Gefühl. Der Rede, ja, dass man von Herzen gemeinsam da drin ist. Wir sind mit Herz verbunden. Mich überrascht, wie schnell Leute aus Beziehungen so abhauen können. In dem Moment, da war jemand im Team und ist plötzlich dann nicht mehr da ist. Ja, das ist wie irgendwie, wenn sie beim Arzt waren und dann weg sind. Sie sind aus unserem Leben weg, sie sind nicht mehr da. Wir vergessen sie. Hey, das sollte nicht möglich sein, wenn wir miteinander von Herzen verknüpft sind, eine Liebe füreinander haben, die tiefer ist als nur der Moment, dass wir eines Geistes sind. Wir können nicht einfach aus einer Laune heraus weglaufen, weil mal was nicht nach deinem Wunsch gelaufen ist, in einem Team treffen. Was bedeutet das? Ich kann nicht einfach offen sein dafür, die Leute verletzen oder Sachen sagen ständig, die gegen das Team sind. Und ich kann nicht einfach weglaufen. Und so sieht eine Entscheidung und Festlegung zur Liebe aus. Ich bin vielleicht anderer Meinung als du und mag das nicht, was gesagt wird. Aber ich entscheide mich, dass ich mein Herz heilen lasse und dass ich ein Teammitglied bin, das mitmacht und Beiträge bringt. Auch wenn es Sachen gibt, die ich nicht verstehe. Und ich bin einverstanden damit, dass wir unterschiedlicher Meinung sein können. Aber ich bin dabei. Aber nicht wegen irgendeinem kleinen Problem, was aufgetaucht ist, bin ich einfach puh, weg. Das sehen wir immer wieder, dass Leute das in Teams machen. Ich denke, das ist eine schreckliche Schwäche in vielen Teams. Lass uns wirklich von ganzem Herzen zusammenstehen. Ich sage jetzt nicht, dass wir so verstrickt sind, dass wir so tief drinstecken, dass wir es nicht sehen können, wenn was wirklich schrecklich schief geht. Ich rede auch nicht über mangelnde Verbindlichkeit, überhaupt nicht, sondern dass unsere Herzen vereinigt sind. Wayne und ich, wir sind einander verpflichtet. Nicht, weil er auf einem Team ist und ich in einem anderen. Nein, ihr wisst ja, also da könnte man ja leicht sagen, da gibt es eine große Linie zwischen uns. Nein, wir sind einander verpflichtet. Wir leben gemeinsam für das Königreich Gottes und wir lieben einander. Und seht ihr, das ist der Schlüssel. Das verbindet uns, und zwar von Herzen. Und wenn wir einen Leiter im Team hat, der nicht immer so vorsichtig ist, indem er dann Sachen sagt, die dafür sorgen, dass Leute weggehen. Also das bedeutet, dass man dann ein erfolgreicheres Team hat, wenn solche Leute nicht so sind. Man muss einfach einander verpflichtet sein. Auch wenn wir nicht alles verstehen und nicht alles mitkriegen und in jedes Gespräch einbezogen sind. Wir müssen füreinander hingegeben sein und verpflichtet. Das vierte, was Paulus sagt, seid einig im Denken. Das möchte ich hier betonen, das Denken in dieselbe Richtung üben. Ja, nicht alles, was man so in der Gemeinde macht, das braucht verlangt zu werden. Und so oft ist es in Teams so. Und das macht die Teams schwach, weil dauernd Programme gemacht werden müssen und Zeitlimits gesetzt werden müssen, weil man Leute bitten muss, gewisse Sachen zu machen. Um tatsächlich im Team eine Hilfe zu sein, sollten wir denken, in die Richtung der Gemeindevision üben. Wir sollten alleine neue Ideen bringen und Pläne und Strategien umsetzen. Also ich bin so erstaunlich, wie Leute unproduktiv werden können, wenn sie aus Teamings früh weggehen und wir sind eigentlich eher so aus dem Weg raus, statt aus dem Weg rein. Statt zu sagen, ich bin da, ich will produktiv sein, ich will mein Denken üben für den Erfolg dieses Teams, statt dauernd auf einen Dienstplan zu warten und so denken, ja, ich muss das machen. So lass uns weiterdenken, lass uns Selbststarter sein. Weil da werden mittelmäßige Teams dann richtig klasse. Wir wollen so eher wie ein Thermostat sein, statt jemand, der das so alles abwartet, statt abzuwarten. Ja, ich entscheide mich, ja, ich heize das Ganze an. Ja, wenn das Gebetstreffen ein bisschen zäh ist, dann schaue ich so Wayne an, was macht die so? Nein, nein, nein. Ich heize das Ganze an. Ich bete laut. Ja, ich mache mit, wenn ich dann sehe, dass es nicht so gut läuft. Also ich gebe mich hin, dass es besser wird. Und ich habe die Löcher gesehen und fülle sie dann kreativ.
So oft kamen über die Jahre die Leiter zu mir und die haben gesagt, Peter, ich denke, wir sollten hier ein Gebets machen oder einen Missionseinsatz oder einen Familientag oder ein Familiencamp oder irgendwas. Ja, die wollen, möchten irgendwas machen. Und dann schaue ich sie an und sage, ja, und? Wann machst du es? Also wann legst du los? Es ist alles gut, mir das jetzt zu sagen, aber warum machst du es denn nicht? Also wir müssen unser eigenes Denken einsetzen für den Erfolg eines Teams. Damit es gut läuft, muss man mitmachen und nicht nur innerhalb der Vorgaben, die schon da sind, sondern was könnte denn gemacht werden? Lass uns weiterdenken. Lass unser Denken und unsere Vision für die Vision üben. Fünftens, lass nichts geschehen durch selbstsüchtigen Ehrgeiz. Man kann nicht danach drängen, sich zu profilieren. Jeder Leiter muss Gott vertrauen, dass Gott für ihn oder für sie Raum schafft. Der Teamleiter kann nicht die ganze Verantwortung dafür übernehmen, einen Platz für deine Gabe zu finden und einen Ort, wo du bedeutend bist. Wenn das ganze Team die Idee zum Stillstand bringt, dass wir irgendwie für dich einen Platz schaffen, ich sage nicht, dass es keinen Platz für dich gibt. Genau das Gegenteil. Es gibt Platz, und zwar für alle. Aber was du machen musst, ist in Gott das finden, was Gott dir gegeben hat, und dann da reingehen. Und wir kennen das so gut, Sprüche 18,16, das Geschenk des Menschen schafft ihm Raum und bringt ihn vor große Herren. Es wird also einen Raum schaffen. Also wenn du dein Kuchenstück ins Team legst, dann gibt das Platz für dich. Dann brauchst du nicht Leute, die sagen, hier ist dein Platz, hier kannst du dienen. Nein, tu das Kuchenstück deines Lebens ins Team und schaffe Raum, nicht mit deinem persönlichen Ehrgeiz als Motivation, sondern lass zu, dass das Profil, was du für deine Gabe brauchst, dass es vom Himmel kommt. So wie Gott erlaubt, dass deine Gabe im Team die Rolle spielt. Sechstens, schätze andere höher als dich selbst. Die erste Aufgabe von Leiterschaft besteht darin, andere aufzuerbauen. Deine Aufgabe im Team ist, dass ihr einander verfeinert und schärft, sodass wir besser werden, dass wir aneinander glauben, dass wir einander helfen. Und weil wir glauben, dass du das schaffst, weil jemand das glaubt. Sprüche 27,17. So Eisen schärft Eisen, und so schärft ein Mann den anderen. Also eine Person gibt dem anderen Schliff. Wir brauchen die Kombination finden von dem Leben von den anderen. Also stell dir vor, dass wir ein Zahlenschloss. Man muss die richtige Zahlenkombination finden. Jeder im Team mit dir hat eine Kombination. Und wir müssen uns der Idee hingeben, diese Kombination zu entdecken und diese Mechanismen finden, wie das aufgeschlossen wird und wo jeder am besten Ort dienen kann, wo er den besten Beitrag fürs Team gibt. Dass wir also auch die Reaktionen von Leuten nicht als persönliche Kritik verstehen, und nicht als Beleidigung, sondern dass wir uns entscheiden, das ist ein Moment zu lernen, etwas von ihnen zu verstehen und auch zu verstehen, dass sie es anders sehen, ein bisschen anders als du. Und weil das gut, das ist anders, das ist gut fürs Team. Statt zu sagen, also dieser Kommentar, ja, da fühle ich mich also wirklich irritiert. Also das nervt mich. Lieber lerne, wie ein Eisen ein anderes scharf macht. Wir schärfen einander. Ja, wir glauben aneinander. Wir lassen zu, dass unsere Beziehungen uns besser machen. Und das ist der Schlüssel. Siebtens und der letzte Punkt aus dieser Bibelstelle: Schaut auf die Interessen der anderen. Also habt Acht aufeinander. Da geht es um Rechenschaft, dass wir aufpassen aufeinander. Vielleicht musst du dich um die Gesundheit und die Kraft der anderen kümmern. Mach nicht das Leben der anderen zur lebendigen Hölle, indem er einer von den Leuten gibt, die immer dagegen sind und die immer ihnen das Leben schwer macht, auch auf dem Team. Im Hebräer 13,17, hört auf die Leiter eurer Gemeinden und ordnet euch ihnen unter.
Sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht es ihnen nicht zu schwer, weil sie sollen doch ihre Aufgabe mit Freude tun und es nicht als bedrückende Last empfinden. Spiel glücklichen Fußball. Sei glücklich. Genieß den Moment. Mach nicht andere im Team unglücklich, indem du immer einer von denen bist, der das Problem bringt, den schwarzen Punkt auf der weißen Seite sieht. Spiel glückliches Fußball. Lacht viel, esst viel, trinkt viel zusammen. Kaffee natürlich, ja, sage ich ja. Und seid Leute, die ein Umfeld kreieren, wo man sich um die anderen kümmert. Und die emotionale Kapazität, dass wir nicht einander die Energie absaugen, sondern dass wir Gesundheit und emotionale Kraft ineinander bauen, dass wir einander zur Seite stehen und nicht auf der anderen Tischseite stehen und über Themen streiten. Warum läufst du nicht um den Tisch herum und sagst, hey, wie siehst du das? Ich verstehe nicht wirklich, wie du zu deiner Meinung kommst. Ich möchte jetzt deine Perspektive verstehen, damit wir einen besseren Weg finden. Also, wir schauen auf die Interessen der anderen. Und dass wir dafür sorgen, dass die anderen gesund sind. Und das ist eine erstaunliche Sache, dass wenn ein Teamleiter oder auch ein Teammitglied, besonders ein Teamleiter, dann ist das ganze Team betroffen. Vor vielen Jahren, da gab es in der Willow Creek Gemeinde eine Zeit, da hatte der Leiter einen Nervenzusammenbruch. Und die Gemeinde hat die Symptome gesehen, also die Spenden waren unten, die Neubekehrten waren unten, Neugetauften, Neugründung von Kleingruppen, alles nach unten, aus dem Grund, weil die emotionale Gesundheit des Leiters unten war. Es hatte Einfluss auf alle. So wichtig ist, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir auf der richtigen Seite des Tisches sind und dass wir uns um die Gesundheit und Kraft des anderen kümmern, darauf bedacht sind, dass es gut läuft. Ja, denk daran, in Leiterschaft geht es nicht primär um dich, sondern um Team und Gottes Pläne für seine Gemeinde und sein Team. Wenn du dich nach diesen Dingen ausstreckst, möchte ich sie nochmal für dich wiederholen. Wenn es bei euch irgendeine Ermutigung, Verbindung mit Christus gibt, mach meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden, achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Und das macht ein Team stark. Und das hat mich über viele Jahre geleitet. Ich hoffe, es wird auch euch helfen. Gott segne euch.